Hallo, ich bin Cornelia. Du kennst vielleicht das unangenehme Gefühl, was sie breit macht, wenn man gute Lebensmittel wegwerfen muss. Dann kannst du dir vielleicht ansatzweise vorstellen, wie es einem Bauern oder einer Bäuerin geht, die monatelang viel Zeit und harte Arbeit in ihre Früchte stecken, alles ernten, waschen, verpacken und dann kommt die spontane Absage vom Supermarkt. Oder die Früchte sind zu klein, zu groß, zu krumm. Und aus diesem Grund und vielen anderen Gründen werden in Österreich jedes Jahr tonnenweise gutes Obst und Gemüse weggeworfen. Und ich habe mir gedacht, da muss es eine Lösung geben. Und die schaut so aus und darüber möchte ich dir jetzt mehr erzählen. Mir hat das als Köchin in der Gastronomie schon immer irrsinnig geärgert, wie viele Lebensmittel ich weggeworfen habe müssen. Habe mich dann auch dazu entschlossen, dass ich das studiere. Und durch meine Masterarbeiten im Bereich Lebensmittelabfall habe ich erkannt, dass es nicht nur ein riesiges Problem ist, sondern auch ein großes Potenzial. Und dann, 2015, bin ich vom Denken ins Tun gegangen und habe die ersten Aufrufe gemacht, dass man Früchte spenden kann, dass sie weiterverarbeitet werden und nicht verderben müssen. Und ich war einfach überwältigt, wie gut es sofort bei alle angekommen ist. Und es haben sich so viele Menschen mit Obst- und Gemüsespenden bei mir gemeldet, dass ich mit meinem kleinen Auto schnell an die Grenzen gestoßen bin. So entstand 2015 eine erste Reihe an Marmeladen, Chutneys und Sirupen aus insgesamt 600 Kilo von den unterschiedlichsten Spenden. Von Wassermelonen, die im Herbst nach der Bodensaison einfach keiner mehr kaufen will, über Zwetschgenbäume, die keiner ernten konnte, bis hin zu Kürbissen, die für den Supermarkt einfach zu klein waren. Oftmals bin ich dann bis spät in der Nacht in der Küche gestanden, aber es hat sich ausgezahlt. Dank einfallsreicher und köstlicher Rezepte waren diese 2000 Stück innerhalb von 3 Wochen ausverkauft. Marmeladen und Chutneys sind aber nicht nur fürs Frühstück, sondern lassen sich auch für herrliche Rezepte verwenden. Zum Beispiel Grillhändl mit Birnen-Chili-Gelee-Glasur, Potato Wedges eingelegt in Rosmarinsirup, karamellisierter Zwiebel auf Ziegenkäsebrötchen oder zu Käseplatten und Milchspeisen. Und in Zukunft könnt ihr euch auch noch auf viele andere Produkte freuen, vom unverschwendeten Ketchup über Essiggurkerl bis hin zum Schnaps. Damit ich heuer auch größere Fruchtspenden annehmen kann, brauche ich dringend einen Lieferwagen, unterschiedlichste Profiküchengeräte und Menschen, die mich bei der Arbeit unterstützen. Aber das perfekte Team hätte ich schon. 600 Kilo ist zwar schon eine gute Zahl, aber allein 2016 warten in Österreich wieder hunderte Tonnen gutes Obst und Gemüse darauf, gerettet und eingekocht zu werden. Und mit eurer Unterstützung schaffen wir mindestens 5 Tonnen. Und am besten, du suchst dir gleich was aus.